Hey, hau Kartoffeln, ein weiteres Red Dead Redemption 2 Online-Video ist heute für euch am Start. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, aber die letzten 24 Stunden waren eine richtig schöne Achterbahnfahrt in Red Dead Online. Teilweise war alles kaputt, man konnte kaum was spielen, Bugs ohne Ende. Genau das, wovor ich gewarnt habe, dass nach Update 1.23 so ein bisschen was in sich zusammenfallen könnte nach ein paar Tagen. Und ja, das hat sich bestätigt. Nachdem ich das Video gestern rausgehauen habe, gab so viele Nachrichten von Leuten, die sich über Bugs beschweren, teilweise, dass ganze Tiere verschwinden, teilweise, dass man den Schwarzbrenner nicht mehr betreten konnte, dass das Pferd überall stecken geblieben ist, man konnte das nicht mehr rufen, Schnellreise ging nicht mehr, das Lager hat lauter Probleme gemacht, teilweise habe ich sogar einen Bug gesehen, dass Leute, die den Kopfgeldjäger schon hatten, den trotzdem erneut kaufen mussten. Also die konnten nicht einfach an die Kopfgeldjäger-Tafel gehen und dort Steckbriefe annehmen, das ging einfach nicht mehr. Die hatten nochmal diese Anfangsmission in Rhodes und wurden erneut zur Kasse gebeten, um 15 Gold zu zahlen. Unglaublich eigentlich, wenn man sich das mal überlegt. Konnten die aber dann trotzdem nicht zahlen, stattdessen hatten sie einen Spielabbruch. Auch nicht viel besser. Auf jeden Fall ist das hier kaputt. Pferd, das wie gesagt irgendwo einfach feststeckt. Ich konnte hier einfach nicht weiterreiten, mitten im Fluss. Einfach so. Teilweise habe ich auch von Leuten gehört, die ihr Pferd rufen und das kommt einfach nicht oder braucht extrem lange, um zu kommen. Es gab auch schon wieder führerlose Kutschen. Es gab auch schon wieder die Bugs von der Beta, dass man zum Beispiel kopflose Leute hatte. Also man konnte die zwar erschießen, aber die sind dann trotzdem noch rumgelaufen, halt einfach kopflos. Super viele Bugs gerade. Ich weiß nicht, was los ist. Ich bin dann in meine Schwarzbrennerhütte rein, weil ich das auch öfter gehört habe. Übrigens, das ist alles hier Gameplay von gerade eben erst. Das habe ich jetzt erst aufgenommen. Also diese Bugs sind akut. Und ich bin jemand, der teilweise noch relativ glimpflich davonkommt. Deswegen kann ich euch leider nicht mal annähernd alle Probleme zeigen, die es momentan gibt, beziehungsweise worüber sich Leute beschweren. Aber den Schwarzbrenner-Bug, den hatte ich auch, und zwar, dass die ganzen Leute einfach weg sind. Ich kann bei Maggie Fike meine Einrichtung nicht ändern, keine Story-Mission starten. Und Marcel ist auch weg, das heißt, ich kann keine Auslieferungsmission machen. Ich kann auch keinen Schwarzgebrannten erneut in Auftrag geben. Und die Leute von der Bar sind auch alle weg, lediglich die Band bleibt übrig. Und damit ist erneut eine Rolle wieder ins Raster gefallen, die man einfach so jetzt nicht mehr spielen kann, beziehungsweise die sehr labil ist. Ich hatte danach eine Session, wo ich zumindest Schwarzgebrannten ausliefern konnte. Da waren zwar auch so ein paar Probleme dabei, aber ich konnte zumindest die Mission beenden und habe mein Geld dafür bekommen. Aber an sich ist das eine Rolle, die jetzt auch möglicherweise so gut wie unspielbar geworden ist. Neben dem Händler, wo man ja den teilweise immer noch nicht den Schlachtertisch kaufen kann, man kann immer noch keine richtigen Versorgungsmissionen starten, beziehungsweise das klappt öfter mal nicht, dass das wirklich zählt. Und der Kopfgeldjäger macht, wie gesagt, jetzt auch Probleme. Lediglich der Naturkundler versucht als einzige Rolle noch zu überleben. Und das wahrscheinlich auch nur, weil die Tiere einigermaßen noch in Ordnung sind. Aber ich habe auch schon gehört, dass die Tiere langsam wieder Probleme machen, nicht nur, dass die Tierkadaver einfach verschwinden. Ich hatte hier auch schon die abgeschwächte Form davon erlebt, dass ich die Tiere zwar noch anvisieren konnte, aber mir wurde weder der Name noch die Qualitätsstufe richtig angezeigt. Also man merkt schon, auch bei den Tieren ist einiges im Argen. Und ganz schlimm wird es bei den legendären Tieren. Da haben ja so viele Leute gestern geschrieben, dass sie einfach nicht fündig wurden nach stundenlanger Suche. Kann auch daran liegen, dass sie einfach nur selten sind, dynamisches Event, klar, hatten wir alle schon durch. Aber neu dazugekommen ist, dass einfach das Tiersymbol nicht mehr auf der Map angezeigt wird, dass die Tiere zwar da sind, aber sie werden nicht mehr richtig angezeigt mit diesem Symbol und der Benachrichtigung oder noch besser, das legendäre Tier spawnt unter der Map. Das ist anscheinend gestern richtig oft vorgekommen, dass die Leute dieses Tier gehört haben, aber es war einfach unter der Map, genauso wie es auch schon ich mal erlebt habe, dass irgendwelche Sammelgegenstände auf einmal unter der Map waren. Man konnte die mit dem Adelauge tatsächlich noch sehen. Also da war einfach unter dem normalen Sammelspot nochmal 10 Meter drunter diese Metallkiste, die man manchmal aufmacht, wo so ein Sammelgegenstand drin ist. Richtig komisch auf jeden Fall. Jedenfalls haben wir jetzt auch wieder recht instabile Lobbys. Ihr merkt es schon, beim Auswählen habe ich hier keine Bildchen mehr. Öfter mal kommt es zu Server-Disconnects oder Error-Meldungen. Gerade alles nicht so sauber und das halt wieder mal einige Tage nach Update 1.23, genau genommen eigentlich noch nicht einmal richtig 3 Tage ist es her, sondern 2,5 so. Und das wirft mal wieder kein gutes Licht auf Rockstar. Man möchte fast meinen, sie haben ihr Update schon wieder nicht richtig getestet und es wird jetzt hier mit den nächsten Tagen immer noch schlimmer. Aber, von Mitternacht bis mittags war es richtig genial. Lobbys, die einfach nur von 2 oder 3 Spielern bevölkert wurden, egal wie oft ihr die Lobby gewechselt habt, ständig seid ihr in so kleine Lobbys gekommen und da war wirklich legendäre Tiere galore. Also ich sag euch, mehr hättet ihr nicht finden können, aber es war halt genau in der Zeit, wo die meisten von uns nicht spielen, nämlich halt von Mitternacht bis ungefähr um 14 Uhr. Ich bin nochmal ungefähr um 2 Uhr reingegangen, habe mich gewundert, dass die Lobbys auf einmal so klein waren,
Hab schon wieder an Update 1.21 gedacht, wo eben das dafür gesorgt hat, dass so gut wie gar nichts mehr ging. Durch die kleinen Lobbys ist es irgendwie so passiert, dass man weder Tiere anvisieren konnte, irgendwann sind auch die ganzen Tiere und NPCs despawned. Aber das Gegenteil war diesmal der Fall. Diesmal hat es sich angefühlt wie eine richtige Solo-Lobby, wenn man sich da mal reinglitschen würde, nur eben offiziell. Ich dachte schon, Rox hat endlich eingesehen, dass sie einiges noch verbessern müssen und dass erstmal jeder in eine Solo-Lobby gepackt wird, damit es eben einigermaßen funktioniert. Und es hat richtig gut funktioniert. Legendäre Tiere auf legendäre Tiere. Dirty Tyler hat sogar ein eigenes Video darüber gemacht, dass er, ich glaube, 6 legendäre Tiere in 2 Stunden gefunden hat oder so. Es war auf jeden Fall richtig krank. Ich hoffe, ihr konntet das einigermaßen ausnutzen. Ich kann leider erst jetzt ein Video darüber machen. Ich kann ja leider auch nicht den ganzen Tag zocken. Ich habe zwar kurz nach Mitternacht nochmal ausgenutzt, dass ich mich da eingeloggt habe und einen legendären Alligator abgestaubt habe, aber das war's dann auch schon wieder. Mehr konnte ich auch nicht machen, habe mich dann ausgeloggt und nochmal um 18 Uhr angefangen. Hab gehofft, dass es so bleibt, aber Pustekuchen, die ganzen Lobbys sind jetzt wieder voll. Ich glaube, ab 14 Uhr hat sich das alles schon wieder zurückgesetzt. Und anscheinend gibt es ja diese Möglichkeit für Rockstar einzustellen, dass die Lobbys begrenzt werden auf eine gewisse Anzahl von Spielern. Also dass sie die ganzen Server, die sie haben, auch mal ausnutzen. Denn ansonsten wird einfach nicht jeder Server ausgenutzt, den sie haben, sondern die, die besetzt sind, die werden einfach voll gemacht. Und wenn der voll ist, kommt der nächste dran und so weiter und so fort. Ist ja auch an sich nicht schlecht. Außer, dass die vollen Server dafür sorgen, dass es immer mehr Probleme gibt. Zumindest in der Regel ist es so, dass es auf leeren Servern meistens besser und stabiler läuft, mehr Tiere da sind, so war es zumindest früher, aber gerade legendäre Tiere, dynamische Events, die sind halt richtig kaputt mit mehreren Spielern. Also die spawnen dann einfach nicht mehr richtig, aber das gleiche gilt ja auch für die ganzen anderen Sachen, die momentan so ein bisschen kaputt sind, dass die Pferde so rumbuggen, dass man keine Schnellreise benutzen kann, dass der Schwarzbrenner nicht funktioniert. All das war in dieser Solo-Lobby perfekt möglich, da gab es überhaupt keine Probleme und da war man trotzdem noch mit 3-4 anderen Spielern da. Also Rockstar hat das offensichtlich irgendwie hinbekommen und ich würde mir wirklich wünschen, dass das einfach Status Quo ist oder dass man sich zumindest am Anfang auswählen kann, ob man in eine volle Lobby möchte mit über 20 Spielern oder in so eine kleine Lobby mit unter 5 Spielern. Das muss ja keine richtige Solo-Lobby sein, alleine 5 Spieler, das reicht ja schon, hat man ja gesehen. Hat trotzdem gut funktioniert, perfekt sogar. Aber ey, wer weiß, vielleicht klappt das ja heute schon wieder von Mitternacht bis um 14 Uhr morgen dann. Also eine kleine Vorwarnung für euch, probiert das mal aus. Ich weiß nicht, ob es sich wiederholen wird, nochmal um die Zeit, ob das irgendwas mit den Zeiten überhaupt zu tun hatte. Ich weiß überhaupt nicht, was Rockstar jetzt gerade überhaupt macht. Offensichtlich häufen sich die Probleme, aber wurden teilweise aus Versehen wieder ausgehebelt. Es ist wie gesagt eine richtige Achterbahnfahrt. Keiner weiß so richtig, was gerade los ist, aber deswegen habe ich euch ja die Zusammenfassung hier geliefert, was so in letzter Zeit passiert ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich verabschiede mich wie immer mit einem Shoutout an meine Kartoffelritter, die mich finanziell mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützen. Weil man The Prophet, Chris, The Joker, René, Markus, Matze, Robin, Ralf, Julian, Kevin, Big Chris TV, Lil Assassin, Kuruka, Diana, Tristan, Franzi, Blackout, Kurti, Dragon TV und Tamara. Vielen Dank an euch. Ich verabschiede mich an der Stelle. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Cut. Und ciao. Boom. Ba-ba-dam, boom. Ba-ba-dam-bam. United Potatoes, United Potatoes, 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 United Potatoes.